Marlene P. aus Trier fragt: Hallo Herr Schlafexperte, ich habe seit ziemlich langer Zeit das Problem, dass ich fast jede Nacht immer zur gleichen Zeit aufwache, meist so gegen 3 Uhr. Ich denke mal, es wird noch viele andere Menschen geben, die das gleiche Problem wie ich haben. Wissen Sie, was die Ursache sein könnte? Was könnte ich dagegen tun? Danke für Ihre Hilfe. Hallo Marlene. Das kann ich definitiv bestätigen, dass Sie mit diesem Problem nicht alleine sind. Es kann natürlich viele verschiedene Ursachen geben, warum Sie stets gegen 3 Uhr aufwachen. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass vermeintlich offensichtliche Gründe, die zum Aufwachen führen können, in Ihrem konkreten Fall auszuschließen sind. Ich meine hier beispielsweise Ursachen wie nächtlicher Lärm, Lichteinfall, starke Temperaturschwankungen, nächtlicher Harndrang, Medikamentennebenwirkungen oder Krankheiten wie Schlafapnoe, Restless-Legs-Syndrom, Sodbrennen, Arthritis oder Neuropathie. Wenn das die Ursache wäre, würden Sie das wohl selbst am besten wissen. Der wahrscheinlichste Grund für Ihr nächtliches Erwachen ist ein hormonelles Ungleichgewicht zwischen Melatonin, Serotonin und Cortisol. Melatonin ist das Schlafhormon, das in der Zirbeldrüse produziert wird und für den Schlaf-Wachrhythmus verantwortlich ist. Die Produktion von Melatonin wird durch Licht und Dunkelheit gesteuert. Wenn es dunkel wird, wird die Produktion von Melatonin erhöht und signalisiert dem Körper, dass es Zeit ist zu schlafen. Zum Thema Melatonin gibt es hier auf meinem Kanal natürlich ein eigenes Video. Schauen Sie sich das an, den Link finden Sie unten in der Infobox. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der ebenfalls an der Regulation des Schlafs beteiligt ist. Umgangssprachlich nennt man Serotonin auch das Glückshormon. Serotonin wird aus Tryptophan hergestellt, das ist eine Aminosäure, die in Lebensmitteln wie zum Beispiel Bananen, Nüssen und Milchprodukten enthalten ist. Serotonin wird auch durch Sonnenlicht produziert und kann daher in den Wintermonaten aufgrund von weniger Sonnenlicht reduziert sein. Stichwort Winterdepression. Cortisol ist ein Hormon, das vom Körper als Reaktion auf Stress produziert wird. Es hilft dem Körper, sich auf Stresssituationen vorzubereiten, indem es den Blutzucker erhöht und die Herzfrequenz und den Blutdruck steigert. Normalerweise ist die Cortisolproduktion in der Nacht sehr niedrig und steigt am frühen Morgen an, um den Körper auf den Tag vorzubereiten. Wenn das Gleichgewicht zwischen diesen drei Hormonen gestört ist, kann dies zu Schlafstörungen bzw. häufigem Aufwachen führen. Ein niedriger Serotoninspiegel kann dazu führen, dass man sich nicht ausgeruht fühlt. Und ein erhöhter Cortisolspiegel kann den Schlaf beeinträchtigen, weil er den Körper auf Stress vorbereitet. Wenn der Melatoninspiegel zu niedrig ist, führt das zu ungewolltem nächtlichen Erwachen. Meist hat man dann auch wieder große Schwierigkeiten einzuschlafen. Welche Faktoren können nun dazu führen, dass die hormonelle Balance negativ beeinträchtigt wird? Nun, es sind Faktoren wie Licht- und Dunkelexposition, Ernährung, Stress und allgemeiner Lebensstil. Eine gesunde Lebensweise mit ausreichend Bewegung, einer gesunden Ernährung, am besten mediterrane Diät, und einem regelmäßigen Schlaf-Wach-Rhythmus werden dazu beitragen, das hormonelle Gleichgewicht zu verbessern. Ein gesunder Schlaf wird dann entsprechend gefördert. Das nächtliche Erwachen kann aber auch mit den Schlafzyklen im Zusammenhang stehen. Unser Schlaf ist ja ein physiologischer Zustand, der aus verschiedenen Phasen besteht, die als Schlafzyklen bezeichnet werden. Jeder Schlafzyklus dauert typischerweise etwa 90 Minuten und besteht aus 4 verschiedenen Stadien, nämlich leichter Schlaf, stabiler Schlaf, Tiefschlaf und REM-Schlaf, der auch als Traumschlaf bezeichnet wird. Die 4 Stadien werden in der genannten Abfolge innerhalb der ca. 90 Minuten durchlaufen. Zu diesem Thema gibt es natürlich hier auf meinem Kanal auch ein eigenes Video. Den Link finden Sie wie immer unten in der Infobox. Nach dem ersten Schlafzyklus schließt sich dann der nächste Schlafzyklus an, der wieder mit dem leichten Schlaf beginnt. Es wird Sie jetzt wohl kaum verwundern, wenn ich Ihnen sage, dass wir im leichten Schlaf viel stärker und einfacher auf äußere und interne Reize reagieren, als beispielsweise im Tiefschlaf oder im REM-Schlaf. Bedeutet, im leichten Schlaf wachen wir viel häufiger ungewollt auf. Wir reagieren viel leichter auf externe Faktoren wie beispielsweise Geräusche oder Licht. Das ist im Übrigen auch nichts Schlimmes oder Gefährliches, sondern völlig normal
und gesundheitlich absolut unbedenklich. Im Tiefschlaf oder REM-Schlaf ist das sehr unwahrscheinlich, dass wir aufwachen. Während des Tiefschlafs und des REM-Schlafs ist die Gehirnaktivität und die Muskelentspannung am höchsten, was dazu führt, dass wir weniger empfindlich auf äußere Reize reagieren und schwerer aufzuwecken sind. Wenn wir jedoch den Übergang von einem Schlafzyklus zum nächsten erreichen, beginnt die Muskelspannung anzusteigen. Das macht uns empfindlicher für äußere Reize und kann dazu führen, dass wir leichter aufwachen. Das ist, wie gesagt, alles ganz normal und findet beim Übergang der Schlafzyklen sehr häufig statt. In den allermeisten Fällen bekommen wir das jedoch nicht bewusst mit. Wir können uns nach dem Aufstehen am Morgen also nicht daran erinnern. Je näher allerdings der geplante Aufstehzeitpunkt rückt, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir uns an unsere kurzen Wachphasen erinnern können. Es ist übrigens völlig normal, dass ein gesunder Mensch im Laufe der Nacht mehrmals kurz aufwacht oder einen sehr kurzen Wachzustand durchläuft, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ein gesunder Erwachsener wacht pro Nacht bis zu 30 Mal auf. Wie gesagt, alles ganz normal. Wie können Sie nun Ihre Schlafqualität und insbesondere die Anzahl Ihrer nächtlichen Wachphasen verringern? Das Stichwort lautet hier Schlafhygiene. Zu diesem besonders wichtigen Thema habe ich natürlich ein eigenes Video produziert. Sie finden den Link zu diesem Video in der Videobeschreibung. Um Wiederholungen zu vermeiden, möchte ich im Folgenden auf die einzelnen Punkte nicht detailliert eingehen, da Sie die ausführlichen Informationen im besagten Video finden. Folgende Punkte helfen Ihnen, Ihre Schlafqualität zu steigern. Regelmäßige Schlafenszeiten einhalten. Berücksichtigen Sie bezüglich Ihrer Schlafenszeiten Ihren individuellen Chronotyp. Ihr Schlafort sollte absolut dunkel, kühl und möglichst ruhig sein. Erst ins Bett gehen, wenn Sie wirklich müde sind. Entwickeln Sie Ihr Einschlafritual, zum Beispiel ein abendlicher Spaziergang um den Block. 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen nichts mehr essen. Auf Alkohol am Abend am besten vollständig verzichten. 6 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen keinen Kaffee mehr trinken. Ausreichend Bewegung in Ihren Alltag integrieren, aber kein Sport unmittelbar vor dem Zu-Bett-Gehen. Meiden Sie rechtzeitig vor dem Zu-Bett-Gehen das blaue Licht von Smartphone, Tablet oder Laptop. Gestalten Sie Ihren Schlafraum möglichst schlaffreundlich. Übrigens hierzu gibt es natürlich auf meinem Kanal auch ein extra Video. Schlafen Sie in getrennten Räumen, wenn Ihr Partner schnarcht oder insgesamt ein unruhiger Schläfer ist. Schlafen Sie möglichst nicht auf dem Rücken. Vermeiden Sie Grübeleien. Schreiben Sie sich vor dem Zu-Bett-Gehen die Punkte auf, die Sie unbedingt am nächsten Tag erledigen müssen. Wenn Sie diese Empfehlungen befolgen, können Sie sicher sein, dass sich Ihre Schlafqualität erhöht. Sie werden damit natürlich nicht jedes ungewollte Aufwachen verhindern. Das ist aber auch gar nicht notwendig, weil auch die kurzen Wachphasen zu einem gesunden Schlaf dazugehören. Deshalb hier mein vielleicht wichtigster Tipp. Lassen Sie los. Entspannen Sie sich. Zählen Sie nicht, wie oft Sie nachts wach waren. Ihr Schlaf ist kein Wettbewerb. Je weniger Sie ans Aufwachen oder an Ihre Wachphasen denken, desto entspannter und qualitativ besser wird Ihr Schlaf. Befreien Sie Ihren Schlaf von derartigen Überlegungen. Lassen Sie los. Sie werden sehen, dass Ihr Schlaf dadurch deutlich an Qualität hinzugewinnt. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie bitte insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit Sie keins meiner neuen Videos verpassen. Ich veröffentliche hier auf meinem Kanal regelmäßig neue Inhalte und beantworte darin Fragen rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.